Scheiße! Fischer ist noch da draußen. Das ist ja hier irgendwie auch die Imba-Posi, oder? Scheiße! Also wenn das Splinter Cell-Agenten sein sollen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Da sind schon wieder welche hinter dir her. Ja gut, es wundert mich jetzt nicht mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er uns jetzt das komplette Third Echelon hier auf dem Hals hetzt, der Reed. Wo sind sie denn? Da unten waren sie gerade. Habe ich jetzt null Problem mit, ehrlich gesagt. Sieht jemand den Kerl? Glaube, ich habe ihn gefunden. Er ist da drüben. Kontakt! Oh oh. Haben mich die jetzt gesehen? Oh shit. Ja, die haben mich gesehen. Dann verschanze ich mich mal jetzt hier oben. Überprüft das Café und die Terrasse. Fischer kann überall sein. Das war knapp. So. Es wird Zeit, Sam. Dein Taxi ist da. Oh shit. Auf der Brücke hinter dem Café. Lauf. Ja, laufen ist gut. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Oh shit, das war zu viel. Dann muss ich mir einen anderen Weg suchen, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, dem... Ach komm, jetzt von vorne wieder, oder was? Boah, nee. Das ist ja mal voll nervig. Und wenn man weiß ich jetzt meinen Weg. Dum, 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 dum. Kommt nur her, Freunde. Aha, der geht gleich da rum. Wo geht er denn hin? Der nach oben? Wenn er jetzt nach oben geht, habe ich ein Problem. Oh, ich glaube, der geht nicht nach oben. Sondern eher nach hinten, in den hinteren Bereich des Cafés, wobei ich ihn natürlich nicht sehe. Fischer, hörst du mich? Ja. Reeds kleine Überraschung etwa nicht? Na komm. Wo sind sie denn alle? Alles beim Alten. Mist! Oh. Halt! Haha. Jetzt dürften sie raufgelaufen kommen. Irgendwann mal. Weil sie mich entdeckt haben. Das sollte aber nicht unbedingt das größte. Ja, what the hell? Was ist denn jetzt los? Was treiben die da unten? Wo ist der hin? Keine. Oh, Scheiße! Na? Dann halt so. Sam, die ernährt sich gerade eine zweite Angriffswelle. Okay, ja, die kenne ich ja schon von da vorne. So macht man das. Da sind schon wieder welche hinter dir her. Hehe. Das wäre jetzt mal ein bisschen Imba. Ich habe leider keine zweite Waffe. Oh Mist! Im Erdgeschoss! Kontakt ist im Erdgeschoss! Ziel ist verdeckt! Habe keinen Sichtkontakt! Wir warten hier, bis sich der Gegner zeigt! Da. Na, stirb! Ich kann Fischer nicht finden! Seht üb Verdacht auf Feind. Oh fuck! Sollte jetzt möglichst schnell verschwinden. Dein Taxi ist da. Und da so schon bin ich weg. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Das weiße Haus. Reed. Was zur Hölle? Was zur Hölle hat dieser Typ vor? Dafür, wie sehr Sam sich verändert hatte, war die Tatsache, dass er es überhaupt in Erwägung zog, sich Third Echelon vorzuknöpfen.
Er war immer loyal, bis auf die Knochen. Doch jetzt war er bereit, ihnen den Hals umzudrehen. Die Schwäche des Gebäudes war seine Stromversorgung. Haupt- und Nebenversorgung waren auf Höhe der Parkebene im Untergeschoss platziert. Mit ein bisschen C4 an der richtigen Stelle konnte Sam die Stromversorgung lang genug lahmlegen, um ins Third Echelon hineinzukommen. Für Sam klang das gut. Er ging rein. Sie sollten ruhig wissen, dass er kommt. Ah, ja. Sam, bist du in der Garage? Ja, und ich stinke wie ein Ersatzreifen. Ging nicht anders. Du musst jetzt mit deinem C4-Sprengstoff die Primär- und Sekundärtransformatoren des Gebäudes ausschalten. Spreng sie gleichzeitig, wenn du in der Nähe des Empfangs bist. Dann hast du ein paar Sekunden, bis der Notstrom die Sicherheitssysteme aktiviert. Sie sind beide auf der Parkebene, korrekt? Korrekt. In zwei verschiedenen Räumen. Sie dürfen dich nicht sehen, sonst verriegeln sie die Sicherheitstüren. Und spring nicht unnötig vor den Überwachungskameras rum. Habe ich eigentlich nicht vor. Und damit dringen wir jetzt also ins Third Echelon ein. Oder Echelon oder wie auch immer. Insert irgendwas. Sieht alles sauber aus. Wir müssen den Zugriff auf den Parkbereich sperren. Angst, dass jemand zufällig da reinspaziert? Dazu müsste man die neuen Codes der Schlüsselkarten knacken. Wir hätten doch lieber Handflächenscanner an den Aufzügen anbringen sollen. Hättet ihr vielleicht. Nicht unsere. Wenn der es für sicher hält. Nichts ist unknackbar, du weißt das. Du packst jetzt aber nicht schon wieder die alten Fischergeschichten aus, oder? Doch. Wieso nicht? Er lebt immer noch. Wenn ich Sammy wäre, würde ich mit Sicherheit nicht herkommen. Ja. Wer bist du nicht? Und dafür danke ich dir. Unterbrechen wir das. Mist! Du bist tot! Nein! Verdammt! Sie wissen, dass du da bist. Das war nicht gut. Okay, das war schon mal eine Variante, die funktioniert. Bloß blöderweise hätte ich schneller sein müssen. Das war nicht ganz so geplant. Würde ich mal anmerken. Aber es funktioniert zumindest so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Überraschungsmoment ist hier drin auf jeden Fall auf meiner Seite. Das ist sehr gut. Den Aufzügen anbringen sollen. Das ist Reeds Baustelle, nicht unsere. Wenn der es für sicher hält. Nichts ist unknackbar, du weißt das. Du packst jetzt aber nicht schon wieder die alten Fischergeschichten aus. Kann ich das jetzt? Oh Mann! Okay, so wollte ich das. Und mal hier ein bisschen Darkroom produzieren. Das bringt ja gar nichts. Oder ist. Ach, das ist noch eine Lampe. Deshalb ist es hier so hell. Ich habe mich schon gefragt. Ich möchte hier nicht entdeckt werden. Sie haben meine Waffe ihrer Schalldämpfer aufgehoben. Okay. Schrotflinte habe ich jetzt auch kein Problem mit. So, und ab zur nächsten Parkebene, würde ich sagen. Beeil dich, Sam. Mein Kontakt hat eine SMS geschickt. Oh shit, Kamera. Der Sicherheitsdienst sucht bereits nach Ihnen. Der Kontaktmann ist ein Techniker namens Charlie Fryman. Und bevor du fragst, ja, ich vertraue ihm. Oh, na wenn das so ist... Wo ist hier er? Kann ich er rüber. Versteckt sich in der Nähe des Serverraums. Wenn der Sicherheitsdienst ihn findet, war's das. Okay, die Kamera, kann ich die ausschalten? Nö. Mist, sie haben dich entdeckt. Das Gebäude wird verriegelt. Das war nicht gut. Ah, verdammt. Ich darf also auch keine Kamera deaktivieren. Das sollte man sich merken. Ach komm, jetzt darf ich hier nochmal durch. Boah, nee. Das ist ja mal voll nervig. Angst, dass jemand zufällig da reinspaziert? Dazu müsste man die neuen Codes der Schlüsselkarten knacken. Wir hätten doch lieber Handflächenscanner an den Aufzügen anbringen sollen. Das ist Reeds Baustelle, nicht unsere. Wenn der es für sicher hält. Nichts ist unknackbar, du weißt das. Mist! So, das wollte ich mal wieder. Ich komme jetzt irgendwie hier oben auch raus, oder? Ach, hier hätte ich reingekonnt. Ach so, okay. Mal warten, bis die Kamera wieder wegschwenkt. Dann will ich dahinter zu dem Rohr, das ich da gerade verfolgt habe. Da will ich gerne mal schauen. Beeil dich, Sam. Mein Kontakt hat eine SMS geschickt. Der Sicherheitsdienst sucht wie ich da weiterkomme. Der Kontaktmann ist ein Techniker namens Charlie Fryman. Und bevor du fragst, ja, ich vertraue ihm. Oh, na wenn das so ist. Wo ist er? Er versteckt sich in der Nähe des Serverraums. Wenn der Sicherheitsdienst ihn findet, war's das. Das hätte ich mir jetzt auch selber denken können. Dass das nicht so gut ist, wenn der Sicherheitsdienst irgendjemanden von unseren Verbündeten findet. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, Grim.
Hui, das war knapp. Es hätte jetzt auch in die Hose gehen können. Da drüben war gerade einer. Den sollte ich mir nicht zum Feind machen. Wobei das gar nicht so schwierig ist, sich den zum Feind zu machen. Weil der uns ja wahrscheinlich sehen wird, wenn wir hier nicht aufpassen. Hier ist Dunkelheit angesagt. So. Das war's mit dem. Kann ich hier... Naja, das ist natürlich jetzt blöd. Ich kann nicht probieren, ob ich die Lichter ausmachen kann, weil dann wahrscheinlich die Kameras angehen oder reagieren. Aber ich kann schon mal normalerweise hier über diese Parkebene, wenn ich auf die Kameras aufpasse. Aber hier ist ja keine Wache mehr, so wie ich das da sehe. Ich muss nur warten, bis die Kameras weg sind. Dann gehe ich nämlich mal hier hinten in Deckung und warte, bis die Kamera hier wieder wegschwenkt. Und dann geht es da vorne in die Tür rein. Die sieht uns nicht, das ist gut. Ich könnte auch ablenken, indem ich hier den Alarm von den Autos auslöse. Möchte ich aber gerade gar nicht, weil ich das normalerweise nicht brauche. Es erregt nur unnötige Aufmerksamkeit. Moment, ich sehe mir das an. Oh fuck. Nicht gut. Bin ich es sicher? Es wird grau schon mal. Aber ich weiß nicht, ob jetzt die Störung hier sich darauf bezieht, dass da jetzt gleich einer rauskommt. Oder was anderes bedeuten mag. Hier oben kann ich nicht rein, oder? In das Ding. Glaube ich eher weniger jetzt. Ich kann es allerdings mal probieren. Da könnte man reinkommen, oder? Ja, hier kommt man rein. Lüftungsschacht for the win. Ach, da komme ich in den gleichen Raum. Okay. Super. Dann packen wir hier mal C4 an. Jeden Tag der gleiche Schau. Ich glaube, hier kommt jemand. Und der andere, andere Punkt ist da hinten. Da kann ich wieder übers Parkdeck normalerweise zurück, oder? Da ist jetzt einer, der unten da rumläuft. Der soll mich aber mal jetzt... Ups! Nein! Verdammt! Ich wollte jetzt gar nicht nach unten. Ich wollte jetzt mehr wieder nach oben, weil ich mich doch... Ach, verdammt. Was mache ich denn für einen Scheiß? Ich mich doch eher hier oben vorankämpfen würde. Gerne. Jetzt erstmal hier in den Schatten abtauchen. Weiter nach oben. In den Schatten. Wenn ich ihn ausschalte, werden den seine Kollegen finden, oder? Den müsste ich da unten, wenn er da unten rumläuft, ausschalten, wenn dann. Wenn ich das überhaupt machen möchte. Kann ich denn hier woanders lang? Eigentlich nicht. Ich könnte wieder zurück. Das bringt mir aber nichts. Oder bringt mir das was? Eigentlich auch schon, oder? Müsste ich mich erst da hinten mit dem Typ rumkämpfen. Schlüsselkarte erhalten. Gut, ist praktisch. Schlüsselkarten sind immer gut. Sekunde. Hab hier vielleicht was? Nein, du hast hier nichts. Aber hier ist keinerlei Deckung, oder? So, das hätten wir. Komme ich jetzt hier einfach rein? Oh, das sieht mich der. Okay, Autoalarm ist nicht gut. Kommt da noch jemand? Sieht nicht so aus. Hat mich scheinbar doch keiner gesehen. Was an sich schon mal recht seltsam ist. Normalerweise laufen doch da immer alle stumm, wenn ein Autoalarm losgeht. Die Kamera wackelt hier ein bisschen rum, die sieht uns aber nicht. Das heißt, ich kann hier mal durch. Oh, oh. Schnell am besten. Kann ich das hier? Kann ich ausmachen, okay. Super. Dann gehe ich doch hier mal rein. Ist hier jemand? Nein. Und ab zum zweiten Trafo. Pappen wir unser C4 mal ran oder schauen wir, wo es weitergeht. Ich denke mal, übers Parkhaus müssen wir irgendwie wieder weiter.